Carsten, wir haben dich eben in der Show gesehen. Ja? Stell dich bitte einmal kurz vor. Ja, mein Name ist Carsten, ich komme aus Hamburg und bin 52 Jahre alt und, ja, und bin seit circa 20 Jahren amputiert durch einen Motorradunfall morgens zur Arbeit. Ja, und bin sehr aktiv, also sprich, ich mache sehr viel Sport und... Cool, ja. Schön, dich hier zu haben. Ja, danke. Der optimale Prothesenaufbau. Yep. Ist ja immer ein Thema, ne? Barfuß laufen ist was anderes wie mit Schuhen zu laufen, Absätze spielen immer eine Rolle. Ja. Quick Change Adapter. Ja, also zum Quick Change, da habe ich viele Jahre darauf hin gewartet, muss ich zugeben. Also im Geiste, glaube ich, spreche ich für viele Prothesenträger, die jetzt mit dem Quick Change wirklich die Möglichkeit haben, ohne großen Aufwand unterschiedliche Füße da zu tragen. Und ich gehöre auch zu den Leuten, die gerne halt barfuß gehen, sage ich mal. Ob nun zu Hause oder direkt am Strand oder auf einem Urlaubsort, sage ich mal, vom Hotel zum Pool. Und dann habe ich in wenigen Sekunden, würde ich dann, sage ich mal, meinen Altox-Fuß oder meinen Sportfuß und dann gewechselt und gehe dann barfuß. Also die Quälerei hat ein Ende, oder? Ja, und nicht nur im Urlaub hat sie ein Ende, sondern auch beim Einkaufen eben. Sprich, also okay. Ich habe dann halt... Wie häufig habe ich mir eine Hose gekauft? Das war halt immer schwierig, das Hosenbein durchzukriegen. Und jetzt mit dem Quick Change ist das wirklich einfach. Ne? Siehst du, also muss nicht mal die Hose ausziehen. Hosenbein links ein bisschen hochziehen, dann mit einem Bolzen dann halt ein paar Sekunden gedreht und dann hast du den Fuß aus. Und danach könntest du die Hose ausziehen, ohne große Probleme. Okay, ich glaube, jeder Amputierte will das jetzt sehen. Dass ich hier links dann Sicherheitsbolzen habe und den okay. Drehe ich dann raus. Ja. Dann habe ich mit einem Klick die Prothese ab, also den Fuß, den zweiten drauf, dann die Sicherungsbolzen wieder rein, ja, mit einem zweimal drehen und schon bin ich barfuß. Okay, ich habe jetzt zwar den Schuh noch an, müsste ich jetzt noch ausziehen, aber ich könnte jetzt am Strand oder zu Hause dann barfuß gehen. Ne?